Tja. Worüber wollte ich noch reden? Ach so, YouTube. Ja, also die Videos, die ich hier mache, ne? Ich weiß nicht, ob es, wenn das Video rauskommt, immer noch so sein wird. Aber meine Videos sind ja eigentlich in 1440p, also in 2560 mal 1440 Pixel. Aber YouTube scheint irgendwie gerade 1440p nicht freischalten zu wollen, nicht anzeigen zu wollen. Ich weiß nicht, woran es genau scheitert. Ich hoffe, das kommt irgendwann später noch. Also nicht wundern, wenn die Videos irgendwie nicht in 1440p verfügbar sind. Das liegt nicht an mir, das liegt an YouTube irgendwie. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ich hoffe, dass die das irgendwann beheben. Wäre schon echt toll. Ich glaube, die ändern da irgendwie was. Aber so ganz sicher bin ich mir da auch nicht. Also wäre schon richtig toll, wenn 1440p verfügbar wäre. Und nicht nur 1080p. Zumindest war das gestern noch so, als ich gestern das probiert habe. Oder heute früh. Ich glaube, heute früh sogar. Ist natürlich ein bisschen dämlich. Wenn man das Video in 1440p hochlädt und dann nur 1080p verfügbar ist. Ne? Ja. Das Aufnahmegerät schütteln. So, hups, was ist denn jetzt passiert? Ein Antipersonengeschützturm und ein Inquisitortechniker. Na sowas. Was ist denn hier alles los? Mann, 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 Mann. So, Hallöchen. Hey, wie geht's? Altes Haus. So, machen wir mal das hier. So. Stirb. Na komm schon, na komm schon. Stirbt. Na gut, jetzt heilen war vielleicht nicht das Beste, aber egal. So. Ja. Was gibt es noch zu erzählen? Jetzt habe ich schon wieder so viel gelabert. Ich habe ja schon wieder 2 Folgen lang gelabert über irgendeinen Scheiß. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich noch erzählen soll. Gibt ja so viel Verrücktes in der Welt. Tja. Was gab's denn noch? Gab's noch irgendwas Interessantes? Tja, außer dass die Politiker Scheiße machen, was ja nichts Neues ist. Ich weiß, es ist nur meine Meinung. Einige sind ja damit zufrieden, aber ich weiß nicht, ob ich das so toll finden soll. Ja, und irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass die Politik eigentlich nur, oder dass die Politiker eigentlich nur Politik machen für die Firmen. Tja, wenn man bedenkt, dass die Politiker, ich meine, wie viele von Politikern oder von den Politikern sind nach ihrer Karriere als Politiker zu irgendwelchen Firmen gewechselt. Ja, Gerhard Schröder zum Beispiel ist, glaube ich, zu Gazprom oder so irgendwie zu so einer Firma da gegangen. Ich glaube, Gazprom war das. Ich bin mir gar nicht sicher. Auf jeden Fall irgend so eine Öl-Gasfirma. Frag mich nicht, was genau. Ich glaube, es war Gazprom. Aus Russland kommen die, glaube ich. Irgendwie als Manager oder sowas, frag mich nicht. Ne? Da hat man schon fast das Gefühl, dass die Arbeit im Bundestag ein Praktikum ist, und du dann halt später eingestellt wirst in irgendeiner Firma als Manager. Ne? Also wenn von euch jemand mal zu BMW will und Manager werden will, einfach in die Politik gehen. Ihr braucht keine weiteren Qualifikationen, ihr könnt einfach nur, ihr müsst einfach nur das machen, was BMW will oder was Audi will. Und schon werdet ihr bei denen bestimmt irgendwann Manager. Wenn ihr euch gut anstellt im Praktikum. Ich meine, also während eurer Zeit im Bundestag. Hust. Ach, naja, was soll ich dazu sagen, ne? Ist schon irgendwie scheiße. Wenn man das mal so sagen darf. Was ist das? Ach nee, kein anderer Spieler, ein NPC ist das. Okay. Tja. Was soll ich dazu noch sagen, groß, ne? Ist schon irgendwie, naja. Ja, da kann man schon denken, dass die Politik wirklich nur für die Firmen arbeitet. Und nicht mehr für die Menschen in Deutschland. Ach, jetzt weiß ich, was ich noch erzählen wollte. Da war ja wieder so ein Bürokratie. Ach, die Bürokratie, das ist unfassbar. Da gab es einen Rentner irgendwie das war in Italien, glaube ich. Da hatte ein Rentner 1 Cent Rente zu viel bekommen. Und nur haben die den angeschrieben per Einschreiben und was weiß ich. Er soll doch bitte den 1 Cent Rente zurückzahlen. Gut, das wird von Maschinen gemacht. Da haben die Leute kaum Einfluss darauf wahrscheinlich.
Aber ich meine, trotzdem ist schon irgendwie seltsam. Und dann stand da auch noch drauf, er könne das in Raten bezahlen. Genial, oder? Wegen einem Cent. Vor allem hat der Brief mehr gekostet als der eine verdammte Cent. Das ist so sinnlos. Naja. Gut, aber... ne? Ich weiß auch nicht. Bürokratie halt. Da fragt man sich manchmal, wer denkt sich sowas aus? Können sie da nicht den Leuten, die so eine Software entwickeln, sagen, ja Leute, wenn es da um, wenn es dann nur um 10 Cent geht oder so oder weniger, dann schickt doch keinen Brief raus. Schickt den nur raus, wenn es um, keine Ahnung, 1 Euro oder so geht oder um so eine Summe, wo sich das überhaupt lohnt, den Brief da rauszuschicken, ja? Das ist halt auch so eine Sache, wenn man da jetzt einen Brief rausschickt, um das Geld wieder zurückzubekommen, dann zahlt man doch für den Brief mehr als für das Geld, was man wiederbekommt. Da war ja auch irgendwie sowas, ich glaube, irgendeine Bank hatte auch mal irrtümlich deren Kunden jeweils 1 Euro überwiesen. Die wollten eigentlich ein System da testen, ein neues und dann wurde das leider wirklich überwiesen. Die wollten es halt nur simulieren, aber irgendwie wurde es dann trotzdem überwiesen. Und dann hatte jeder Kunde irgendwie 1 Euro auf seinem Konto mehr. Naja. Und dann haben sie tatsächlich... ja, dann hatten sie zwar, ich weiß nicht, wie viele Kunden das waren. Ich glaube, um die 40.000 oder so. Hatten sie halt 40.000 Euro Verlust. Aber... oder welche, was weiß ich, welche Währung das da war. Ich glaube, es war in der Schweiz. Frag mich nicht. Waren wir bei Genial daneben? Gibt's das eigentlich noch? Genial daneben? Fand ich eigentlich auch immer interessant. Einfach so Fragen und die... also so Fragen von Zuschauern und die Leute müssen die beantworten. Die Prominenten da. Oder mehr oder weniger Prominenten. Naja, geht eigentlich. Die waren noch recht prominent, wenn ich das mal mit Dschungelcamp oder so vergleiche. Was da als Promi gilt, die kennen es ja alle nicht. Meistens. Auf jeden Fall, die haben nicht gesagt, ja, Leute, zahlt uns das Geld mal zurück, sondern die haben gesagt, ja, behalte das mal, das kostet uns nämlich mehr, wenn wir das zurückfordern. Das wäre ja irgendwie sinnlos. Und so haben die das halt behalten, die Kunden. Oder? Ich glaube, ja. Ist natürlich praktisch, ist schon irgendwie praktisch. Was gab's noch? Ich glaube, da war auch mal eine Bank, die hatte mal irrtümlich, ich glaube, ein paar Millionen an einen Kunden aus Versehen so überwiesen. Und dann hatte der Kunde das auf ein anderes Konto überwiesen. Ich meine, ist ja sein Eigentum, wenn die es ihm überweisen, ne? Auch wenn es irrtümlich ist. Und dann wollte die Bank das zurück. Und hat dann auch noch Zinsen verlangt. Man glaubt es nicht, aber die hat dann auch noch Zinsen verlangt. Meiste, sollen sie froh sein, dass sie das Geld zurückhaben? Mann. Echt mal. Tja. Ja, oder noch einen Finderlohn zahlen. Ich meine, das musste... ich glaube, wenn so eine Bank dir Geld überweist, irrtümlich, musst du das denen nicht mal mitteilen. Glaube ich. Schon interessant eigentlich, ne? Tja. Mir ist das leider noch nicht passiert, dass mir jemand irrtümlich ein paar Millionen überwiesen hat. Vielleicht kommt das ja noch. Ne? Ich meine, für so eine Bank ist das ja nicht viel Geld. Naja, gut, doch, aber wenn man das mal bedenkt, wie viel Kapital die haben, dann sind ein paar Millionen, Peanuts. Warum sagt man eigentlich Peanuts? Erdnüsse. Tja. Ich weiß es nicht. So, jetzt erstmal Inquestur-Technikerinnen töten und dann mache ich auch gleich eine Aufnahmepause, würde ich sagen, oder? Ist, glaube ich, ganz gut und dann, ja, mal sehen. Ich muss nämlich noch ein paar Folgen beschriften und ich muss auch bald ins Bett, weil ich morgen früh aufstehen muss. Und die Hoffnung habe, dass ich, dass überhaupt noch Platz ist in dem Kurs, zu dem ich extra hinfahre. Das ist so scheiße, wenn du mit dem Studium irgendwo anfängst und irgendwie gar keinen Durchblick hast durch die ganzen Systeme, weil das alles total verwirrend ist und, ach, das ist echt scheiße. Muss mal gucken da, das ist, ich hatte ja noch nicht mal so einen Account von der Uni, als das angefangen hat, weil die so lahm das bearbeitet haben und, ach, naja. Schon irgendwie scheiße, ne? Aber am Ende hat es dann doch geklappt. Ich habe inzwischen so einen Account und kann mich da jetzt einloggen. Habe ich aber noch nicht gemacht. Muss ich mal machen heute noch. Naja. Gut. Bin ich ja mal sehr gespannt, ob das alles klappt. So. Nicht, dass ich da morgen umsonst hinfahre und dann ist der Kurs irgendwie voll.
Wie die anderen Kurse alle auch. Da musste ich ja immer auf dem Boden sitzen. Oder stehen. Ist eigentlich nicht lustig, ist eigentlich traurig, wenn du in der Uni studieren willst und dann sind da nicht mehr genug Plätze im Hörsaal. Das ist doch scheiße, sowas. Ja. Also die Unis haben offensichtlich nicht genug Geld, um Hörsäle zu bauen, die groß genug sind. Ja. Oder das ist halt überfüllt. Das kann natürlich auch sein, aber es ist schon ein bisschen blöd. Ne, muss man ja schon mal so sagen. Sowas ist nicht so toll. Ne? Tja, das ganze Geld geht halt an die ganzen Firmen, die, ja. Siehst du ja, Banken können sie retten, Opel können sie retten, oder? Ich glaube, an Opel haben sie auch was gezahlt, irgendwie. Die Politiker, oder die Politik halt. Ich glaube, Opel, oder war, haben die denen was gezahlt, um da Arbeitsplätze zu sichern? Ich weiß das gerade gar nicht mehr. So. Was ist denn hier mit Petel? Der will mich offensichtlich herausfordern. Ihr haltet euch für mutig und stark, Reisender. Ich habe meinen Stamm bereits gegen Jaguare, Drachen und Schlimmeres verteidigt. Ich werde euch zeigen, wozu ein richtiger Krieger imstande ist. Ihr unterschätzt mich? Kämpft gegen mich, als würdet ihr mich hassen. Wieso habe ich die Waffen gewechselt? Wollte ich gar nicht. Stirb! Ich meine also nicht sterben. Ich will ihn ja nur besiegen. Er soll nicht sterben. Das wollen wir nicht. So. Ja, wie viel habe ich jetzt eigentlich fertig von der Karte? Ich weiß es gar nicht. Bin ich ja auch mal sehr gespannt. Werde ich mal nachgucken. So. Ja, was gibt es noch zu erzählen? Tja. Ich hoffe, dass da genug Plätze sind. Ich habe nämlich nicht viele Alternativen, was ich da machen kann. Ich muss auch noch warten, bis die ganzen Kurse angerechnet sind, bevor ich da richtig sehen kann, welche Kurse ich besuchen kann. Weil ich weiß von denen allen nicht wirklich, ob die schon angerechnet wurden oder angerechnet werden, weil ich ja schon vorher irgendwo anders studiert habe. Und bis das soweit ist, dass ich da überhaupt irgendwelche Informationen bekomme, kann es wahrscheinlich noch Wochen oder Monate dauern. Sowas ist echt scheiße. Ja. Also, ne, Bachelor ist ja eigentlich dafür, oder Bachelor Master ist ja eigentlich dafür gemacht worden, dass du überall äquivalente Abschlüsse hast, dass du auch mal einfach die Uni wechseln kannst. Aber wenn man sich anguckt, wie schwierig das ist, so eine Uni zu wechseln und wie viel Bürokratie dahinter steckt wieder, also dann weiß ich auch nicht. Na gut, die Kurse unterscheiden sich natürlich, aber trotzdem ist das schon so ein bisschen, ne, bisschen scheiße. Und ich muss zu jedem Professor einzeln gehen, so wie ich das verstanden habe, und die einzeln fragen, ja, Herr Professor bla bla bla, hier habe ich so einen Kurs besucht, können Sie den vielleicht für einen Ihrer Kurse anrechnen? Oder für einen bestimmten Kurs halt anrechnen, den ich brauche im Studium. Und das muss ich bei jedem Professor machen. Ich weiß gar nicht, wie viele verschiedene das da sind. Vielleicht 5, 6 Stück oder mehr. Vermutlich noch mehr. Ist natürlich ein bisschen blöd. Ja. So, was haben wir jetzt? 20.49 Uhr ist es schon wieder. Tja, den Fertigkeitspunkt haben wir jetzt. Und hier haben wir noch einen Aussichtspunkt. Haben wir noch einen Aussichtspunkt? Hallo? Ansehen. Hallo? Was ist dein Problem? Wieso kannst du den nicht ansehen? Jetzt. Okay. Weil ich weiß auch gar nicht, warum. Ich trinke mal einen Schluck. So, ihr könnt euch das ja mal angucken hier. Wasser. Kann irgendwie nie schaden, ne? So. Gut. Ja. Spiele ich schon wieder seit einer Stunde. Wie viel habe ich jetzt fertig? 63%. Okay, ist ja doch einiges. 64%. Auch schön. Und ich soll was... Die hier soll ich bestimmt besiegen irgendwie. Warte mal. Na komm. Dann machen wir das mal noch. Oder schaffe ich das noch? Keine Ahnung. Fälscht Inquisitordaten, befreit gefangene Agenten des Ordens, stehlt Zugangsschlüssel und reduziert die Zahl der Inquisitur. Okay, machen wir das mal. Deren Zahl reduzieren zumindest erstmal und dann mal gucken, was wir noch machen müssen.
Kanonensteuerkonsole der Inquestur. Mal sehen, was wir damit anfangen können. So. Tja, stirb, du Inquestur-Mechaniker. So, was ist denn, wer greift mich denn da noch an? Noch einer? Wieso können die zaubern? Und kann ich hier drauf laufen? Echt? Tatsächlich. Das sieht aus, als würde ich da durchfallen, aber irgendwie laufe ich da drauf. Ich weiß nicht wieso. Sehr seltsam. So, und jetzt? Ach, da ist so ein Gefängnis da hinten, ne? Und hier sind noch Mechaniker. Warte. Warum ist die Ingenieurin eigentlich freundlich? Ist ja irgendwie unlogisch. Naja. Gut, ist doch halt so. Ah, Entschuldigung. So. Tja. Ist jetzt sehr spannend, hier Inquestur Mechaniker zu töten. Ich möchte gerne das Gefängnis da öffnen. Das sieht irgendwie so Star Wars-mäßig aus hier, so ein bisschen, ne? So futuristisch. Ne? Aber, naja, gut. Also irgendwie ist das sehr inkonsistent hier, die Welt. Teilweise irgendwie, ja, ich weiß nicht. Was mache ich denn mit dem Schläger hier? Keine Ahnung, werfe ich mal wieder weg. Teilweise ist das irgendwie noch halb mittelalterlich, so Piraten und so ne Sachen und die Architektur auch so ein bisschen. Und teilweise hast du einfach mal, ja, hier so fortschrittliche Technik. Muss ich das verstehen? Ich weiß es nicht. Ich hoffe nicht. So, und warum leuchtet das grün, blau diese Zahl hier? Was, diese Zahlen? Warum sind die blau? Was hat das zu bedeuten? Und warum sind die nicht immer blau? Jetzt sind sie zum Beispiel weiß. Sehr seltsam. Sehr, 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 sehr seltsam. Tja, und jetzt? Ich gehe mal hier hin und befreie auch nochmal hier ein paar Gefangene. Oder einen Gefangenen, der hier drin gefangen ist. Deswegen heißt er ja so. Naja, gut. Tja, was? Beta-Schlüssel habe ich. Was? Ach, naja. So. Ach, hat sich jetzt geöffnet. Ist ja praktisch. So, okay. Gut. Und jetzt muss ich mal schauen. Ach, ich werde schon wieder angegriffen. Was ist denn hier los? Oberste Inquestur-Technikerin. Veteran auch noch. Na, wunderbar. Sterbt, ihr Elenden. So, das Banner nochmal dahin und jetzt sterbt ihr elenden Infestur-Typis. So, Fuzzis. Wer sagt heutzutage noch Fuzzi? Sagt von euch noch irgendjemand Fuzzi zu irgendwem? Oder über irgendwen? Oder keine Ahnung was? Ne? Das sind auch mal so Sachen, die hat man früher gesagt. Oder so Wörter, die hat man halt früher benutzt und heute gar nicht mehr irgendwie. Naja. Gut, aber. Warum auch nicht? Sprache ist halt im Wandel, ne? Dafür hast du jetzt immer so viel Denglisch. Ist schon irgendwie, naja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, ne? Teilweise weißt du selber nicht mehr, was die Wörter alle bedeuten, weil da so viel Abkürzungen drin sind und was weiß ich. Ja, und irgendwelche Sachen, die überhaupt gar keinen Sinn ergeben. Habe ich jetzt gar kein Beispiel, sage ich einfach so. Na gut, ich glaube, die ergeben doch schon so Sinn irgendwie. Oder? Na gut, YOLO ergibt eigentlich gar keinen Sinn. You only live once, sagt man ja immer, um oder sagen viele, um zu rechtfertigen, dass sie irgendwelche Scheiße machen, die ihnen theoretisch das Leben kosten könnte. Oder nicht nur theoretisch, sondern teilweise auch das Leben kostet, ich weiß es nicht. Und dann sagt man immer YOLO, also you only live once, du lebst nur einmal oder man lebt nur einmal. Naja, ist eigentlich eher ein Argument dafür, so eine gefährlichen Sachen eben nicht zu machen, weil man ja nur einmal lebt. Ne? Das ergibt zum Beispiel überhaupt keinen Sinn eigentlich. Ne? Ey, YOLO, Alter, YOLO. So. Hier. Ich töte den jetzt. YOLO. Ey, YOLO. Alter, YOLO, Mann. Ja? You only live once. Alter. So. Hier. Und du lebst auch nur einmal, bis du respawnst. Dann lebst du nochmal und dann, naja, nochmal und... Naja, so. Gut, der liegt in der Luft, auch schön. Der liegt echt in der Luft. What the fuck? Wie kann man in der Luft liegen? Frag mich nicht. So, die respawnen ja schon wieder. Was ist denn hier los? Alter, die sind schon wieder respawned.
Ich habe die eben gerade getötet. Das ist noch nicht wahr. Ich wollte eigentlich die Gefängnisse befreien oder sowas, aber nee, wenn die dauernd respawnen, dann halt nicht. Dann muss ich erstmal mich darum kümmern. Das Blöde ist, jetzt respawnt wahrscheinlich auch der andere, oder? Nee, ich glaube nicht. Ja, ich glaube nicht. Aber der hier respawnt, also die beiden sind zumindest wieder da gewesen. Und dann hau ich gleich mal ab und, ja. Was? Und Inventar ist voll? Willst du mich verarschen? Ernsthaft? Schon echt? Schon so voll? Gut, jetzt nehme ich nochmal alles, durchsuchen. Gut. Nochmal Sammelgegenstände lagern. So, kann ich nicht. Okay. Egal. So. Inventar ist voll. Das ist ja wohl nicht wahr. Dieses Inventar, ich hasse es, immer voll. So, sterbt, ihr Elenden. Sterbt. Einen qualvollen Tod wünsche ich euch. Ha, ha, ha. So, ich muss echt gleich eine Aufnahmepause machen, wenn das hier fertig ist. Ist ja nicht mehr lange. Ich habe es ja gleich geschafft. So, warte. Noch die hier umbringen und dann hier nochmal draufklicken auf die Kanonensteuerkonsole. Drückt auf den riesigen roten Knopf. Okay. Versetzt euch einen Schock. Das ist natürlich irgendwie ungünstig. Mhm. Okay, ich will den Knopf doch nicht mehr drücken, da, weil der mir einen Schock versetzt hat. Einen roten Knopf. Das ist auch immer so, ne? So ein bisschen, so ein Klischee. Immer so rote Knöpfe, die man immer drücken will und die dann irgendeine Scheiße machen. Ich weiß auch nicht, wieso. Wieso eigentlich rote Knöpfe? Rote, riesige Knöpfe, auf denen steht, hier nicht drücken. Oder nicht drücken. Diesen Knopf nicht drücken. Steht immer drauf. Ich weiß nicht, warum. Hat das irgendwas zu bedeuten? Oder warum sind die immer rot? Und warum gibt's die überhaupt, wenn man die nicht drücken soll? Hm. Eine gute Frage. Erinnert mich so ein bisschen an Uldua. Da gab's ja auch so einen roten Knopf bei Mimiron, hieß der, glaube ich. So ein Roboter, gegen den man kämpfen musste. So ein Boss. Wenn man den roten Knopf gedrückt hat, hat man die Selbstzerstörungssequenz aktiviert. Und musste den in 10 Minuten irgendwie umbringen und er war stärker und so eine Sachen. Also praktisch der Hard-Mode, wo man bessere Ausrüstung bekommen hat. Schon nicht schlecht, auf jeden Fall. Kann man sich nicht beschweren. Ist auf jeden Fall nicht schlecht. Bessere Ausrüstung. Ist halt nur schwerer. haben nicht viele geschafft, glaube ich. Also meine Gilde damals zumindest nicht in World of Warcraft. Hey, ich bin hier schon fertig? Was? Das ging aber schnell. Ich muss hier mal weg. So, warte mal. Ich gehe mal da irgendwo hin. Hier, wo ich ein bisschen sicherer bin. So. Ach komm, den lasse ich da mal liegen, oder? Ach komm. Das kann ich auch nicht machen. Ne? Das waren noch Zeiten, als ich noch mit einer Gilde in WoW zusammengespielt habe, um Raids zu machen. Heutzutage findest du ja kaum noch eine, weil kaum noch Leute auf dem Server sind. Auch wenn die jetzt zusammengelegt wurden, irgendwie so virtuelle Realms oder virtuelle Server halt sozusagen. Wobei ich vermute, dass die alle irgendwie virtuell waren. Die waren ja, die liefen ja auf, es war halt so ein großes Rechenzentrum. Das war dann halt irgendwie verteilt an Rechenlast und so weiter, ne? Ist ja nicht so, dass die ganzen Server jetzt, also ich glaube zumindest, dass man das so gemacht hat. Dass wirklich, wenn jetzt ein Server voll ist und der andere leer, dann kriegt halt der volle Server noch ein paar Ressourcen vom anderen leeren Server, weil der ja nicht so viel braucht. Das wäre zumindest eine sinnvolle Sache, wenn man das so machen würde. Naja, gut, ob man das so macht, weiß ich gar nicht. Ich arbeite da ja nicht. Ich gehe mal davon aus, weil das irgendwie sehr sinnvoll wäre, ne? Tja. Und jetzt werden die halt irgendwie zusammengelegt zu einem großen Server, dass du halt mit, also nicht zu einem, aber zu mehreren, ja, Server-Zusammenschlüssen, dass du halt mit mehreren Leuten zusammenspielen kannst, ist bestimmt nicht schlecht. Ich hab's noch nie ausprobiert. Ich habe WoW seit paar Monaten nicht gespielt. Müsste ich mal wieder machen. Naja. Gut, aber jetzt sage ich erstmal tschüss und ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Und ich verabschiede mich mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.